nochmal 4 Kilo hin und dann schauen, was er sagt. Den Böckbol Wiegestreuer haben wir zu viert gekauft. Heute Morgen war da die Einführung und anschließend habe ich da gerade Dünger gestreut. Einfach gut lesen, was er will, dann kommt schon nachher eigentlich. Jetzt tust du No-Ways rein, oder zwei No-Ways. Dann müsstest du auf Plus. Ja, liebe YouTube-Freunde, jetzt der grosse Moment. Das erste Mal streuen mit dem Böckball-Streuer. Ich würde ein bisschen aus der Schusslinie gehen. Da wird die erste Runde gedreht, links ums Feld, streuen zur Grenze. Stellt man da so ein Bänkchen vor und dann kann man normal jede Fahrgasse einzeln fahren. Eingefüllt, hatten doch wirklich Platz, aber Düngerstreuer ist voll. 1000 Kilo Boramon, der geht jetzt auf das Rapsfeld raus. So, Deckel zu. Noch 68 Kilo in der Maschine. 50 Kilo, ja, da bin ich. Muss ich da neu einfüllen, ne? Ja, liebe Freunde. Wie sagt man, das erste Mal ist immer schwieriger. Ja, da mit der Technik zurechtzukommen. Aber ich bin am Ende des Feldes. Ganzes Feld gestreut, 2 Hektar hier Raps und der Streuer wurde leer, exakt am Ende des Feldes. Boah! Ja, aber sonst ist eher durchzogen, erste Fahrt mit dem neuen Bockball Düngerstreuer und Wiegeeinrichtung. Den Computer zu beherrschen, alles zu verstehen, war für den Bauerhaus fast zu schwierig, das erste Mal, jawohl. Da muss man reinarbeiten, reindenken und ein bisschen Routine haben, jawohl. Aber ich denke, Bomben, Düngerstreuer, kommt schon gut. Streue ich noch Patentkale für Kartoffeln. Eine Tonne die Hektare. Jawohl.
hier wird gefahren. Auf 256 Kilo ist drin. Ich habe auf minus 5 tradiert, ein bisschen weniger. Ich habe 179 Meter kann ich noch fahren, das ist der Düngerstreuer leer. Oh, es ist ein Rest von 61 Kilo, könnte ich noch 42 Meter fahren. Dann wären die 1000 Kilo draußen und ich habe 2 Hektar gesät. Darum ist da die Berechnung gut. Ich habe auf minus 5 eingestellt, ein bisschen weniger, und das geht so auf. Sehr genau, der Bubball-Düngerstreuer. Schon spannend, so eine neue Maschine in Betrieb nehmen. Boah, ja, ja, ja. Es hat mich wieder mal gefordert diesen Nachmittag. Es ist noch nicht alles rundgelaufen, aber das kriegen wir noch hin. Der Bauerhausi kann das, jawohl. Hier der GPS-Signalempfänger, mit dem nachher Geschwindigkeit berechnet wird.